Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Heldenliga in Heroes of the Storm. Letztes Mal haben wir unser erstes Spiel gemacht, seit wir unseren Rang bekommen haben. Und wir haben ungefähr ein Viertel davon verloren. Wir waren schon mal hier oben mit dem Erfahrungsstrichbalken-Dingsbums. Und obwohl ich verloren habe, muss ich sagen, dass es mich nicht so sehr stört, weil ich jetzt wenigstens sehe, dass ich für was kämpfe hier, für einen Rang und so weiter. Nicht einfach nur diese garstigen Promotion-Matches. Von daher gehen wir ganz relaxed in die nächste Runde und wir haben den Second Pick. Oh. Sollen wir da mal gucken? Oh, und guck mal da. Wir haben schon Heal und Tank. Das heißt, wir können endlich mal wieder was aussuchen, was uns gefällt. Und wir haben nette Leute. So. Ich würde jetzt gerne den Thrall spielen, aber ich kann nicht. Dann brauche ich ihn auch nicht zu picken. Ich könnte einen Rainer picken. Ich könnte aber auch einen Nova picken. Oder einen Chainer. Jetzt hat er den Rainer. Na, dann nehme ich eine Chainer, oder? Chainer! We can go double tank with two strong assassins. Ich bin halt nicht die strong Nova. Zagara, Thrall, Nacebo. Habe ich einen Nacebo? Ich habe einen Nacebo. Ich habe keinen Keltas. Aber okay. Boah, nice. Nacebro. Den haben wir ja schon ewig nicht mehr gespielt. Schon gar nicht im Ranked. Blaze fragt es halt, ob er auch noch einen Tank spielen soll. Joanna ist great. Seiden halt, die picken jetzt Joanna. Müssen wir schauen. Was haben wir denn für eine Map eigentlich? Geisterminen, okay. Ja. Endlich mal ein Team, mit dem man reden kann hier. Und ich darf sogar mal was anders spielen als immer Funkelchen. Nacebro. Ich habe halt überhaupt keine Übung mit ihm. Aber okay, gucken wir halt, was passiert, ne? Lesen wir uns mal noch die Talente durch und so. Ich weiß, er hat den Cage, er hat diese komischen Käfer, die er werfen kann. Und was war das dritte? Muss ich nochmal schauen. Ach ja. Aber wir gehen auf jeden Fall auf den Cage, wenn man den skillen kann. Ich glaube, man kann skillen, dass dann die Ghule noch angreifen und dass sie sich später noch verstreuen und rumkämpfen und so. Und seinen Ult muss ich mal noch schauen. Oh je, das wird was. Das wird was. Aber wenn sie uns flamen, machen wir einfach wieder den Chat aus. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Und es ist Geisterminen. Ich mag eigentlich Geisterminen. Genauso wie die Dublonen-Map mit dem Schwarzherz-Bucht-Captain-Piraten-Dingsbums. Das sind eigentlich so meine zwei Lieblingsmaps. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht so groß. Kann man schön hin und her laufen und alles. Oh yeah, that's right. Oh yeah. So, machen wir da 4-1, hoffe ich. In Fistlining Golem. Komm jetzt, Loading Screen. Du bist fertig. Du bist fertig. Ich frage mich immer, warum die Games das nicht hinbekommen, den Loading Screen so zu machen, dass wenn er hinten ankommt, dass er auch fertig ist. Und dass es überhaupt hier brutal springt und dann wartet es mal wieder ein bisschen. Oh, wir spielen auf der Seite. Voodoo-Ritual erstartet mehr Lebenspunkte. Getötete Gina gewähren dauernde Lebenspunkte. Automatische Angriffe auf Gebäude, Munition. Oh ne, wir machen hier. Ach Gott, habe ich das Falsche genommen? Ja. Ach, ich bin so scheiße. Nacebo Solo? What? Can you help me movement? Ja, wenn ich solo soll, dann muss halt irgendjemand irgendwo hin. 4, 3,
Weil ja, das Spiel verlassen. Was habe ich denn jetzt hier nochmal? Ich habe die Spinnen. Ich habe den Cage. Ach, und ich habe die Kröten. Okay. Ja, jetzt sind wir halt hier, ne? Joanna benötigt Hilfe? Lex sind hier die Bros am Start. Ich komm hoch. Leck, kostet das aber alles viel Mana hier bei dem. Stell dir um den Busch. Irgendjemand hat unten das Ding eingenommen. Oh, aber er ist schon okay. Ich weiß gar nicht, was sein Passiv macht. Oh, Joanna. Das üben wir nochmal, du. Das üben wir nochmal. Oh, jetzt geht's rein. Nein, nein, nein. Oh. Das war knapp, Alter. Nicht im Ernst, jetzt nicht im Ernst. Geh da hoch. Wir gehen mal mit Brightwing. Dass die uns immer sehen müssen hier. Ich glaube, ich muss dann erstmal back. Aber was haben wir denn? Ah, wir sind blau. Okay, okay, okay. Wir haben ja schon 45. Nice. Und da ist der Rest. Ja, das ist nicht gut für uns. Da gehen wir. Oh! Let's take cams. Das ist, glaube ich, echt die beste Idee. Ich gehe mal back. Ah, er schafft zusätzliche Leichenspinnen. Kills Fähigkeitsstärke, anvisierten Diener und verursacht mehr Schaden. Verstärkt Söldner in der Nähe. Ja. Machen wir das nicht? Doch, oder? Nein? Okay. Nice Cage, Alter. Wupp, wupp. Z.
2-2. Es ist alles ausgeglichen. Aber wir haben den Golem und wir haben die Cams. Das heißt, wir müssten eigentlich einen kleinen Vorteil haben. Allerdings haben sie auch eigentlich nicht viel weniger Erfahrungspunkte als wir. Ja, jetzt pushen wir. Komm. Auf geht's, Gule. Nice, da kommt das Aufdeckungstalent. Erhöht die Dauer und Zeitwall von Leichenspinnen. Verringert die Abwindzeit von Zombiewall. Oh ja. Das ist nice, das will ich. Ja, jetzt kommen sie. Oh, da springt er raus. Rückzug? Ja, ich bin gestunt, ich bin gestunt. Nein! Ich bin so oben. 22 Sekunden bis zum Brunnen. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was ich bräuchte, wäre jetzt ein Cage. Einen guten. Und Mana. Ich warte mal mit meinen Fähigkeiten. Dave-Bot. Okay. In den Minen. Werdet ihr Blup. Der Dunkelheit trotzen? Jetzt kriegen sie oben wieder aufs Maul, oder was? Hört ihr dieses Klappern? Ich glaube, sie haben Hunger. Gute Arbeit. Too strong, Dysnacebo. Too strong. Genau, wir jagen mal da noch. Oh nein, raus aus dem Cage, raus aus dem Cage. Das war meine Schuld, ganz eindeutig. Sollen wir gehen oder sollen wir nicht gehen? Wir müssen eigentlich fast. Ja. Ich gehe doch nicht rein, ich guck doch nur. Ich betreibe nur Aufklärung. Oh, da sehen sie uns. So, ruft einen Koloss herbei, kanalisiert einen kontrollierbaren Geist, der Schaden verursacht. Kontrollierbar ist immer schlecht. Das kann ich wahrscheinlich nicht. Aber dann gehen wir mal back. Und deffen. Ah, das kriegen sie, das kriegen sie. Da kommen wir hier hoch.
ganz schön was aus. Und da kommen die anderen und wollen mitmachen. Wollen nicht stehen, Sif. Und da kommt der Ult. Machen wir auch mal einen Ult hier. Oh mein Gott. Ja, da müssen wir Rückzug. Dann laden wir uns schnell auf und dann kommen wir wieder. Dann gibt es hier die Revanche. Revanche. Ich kann das anscheinend explodieren lassen, das Viech, ja? Ich kann aus dem heftigen Boden schlagen. Der Koloss fügen die und so. Okay. Auf den Boden schlagen. Camp. Oh. Alter, diese Cages, Mann. Die blocken immer jeden. Boah, der kann echt mächtig auf den Boden schlagen. Nice, und ich kann ihn noch steuern, wenn ich tot bin. Das ist ja auch lustig. Oh Gott, da nuken sie uns einfach um, Mann. Da nuken sie uns. Wie bin ich denn schon gestorben? Was, das erste Mal? Ich dachte, das wäre schon das zweite Mal. Okay. Nein, jetzt haben wir noch Minen. Wir sind alle tot, wir haben Minen. This will be the end of us. Oh, nice. Danke für den Tipp. Oh, da ist Schwungelchen da. Jetzt greift er mich an. Jetzt greift er mich an. Zombiewall verursacht mehr Schaden und entfesselt Zombies. Genau das habe ich gemeint vorher. Das brauchen wir. Jetzt müssen wir noch die Cages richtig setzen. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Möchte noch Cam einnehmen. Ja, wir müssen hoch, wir müssen da deffen. Komm schon. Werdet ihr mehr Schädel sammeln müssen? Werden mehr Schädel sammeln müssen? Oh, oh, oh. Da fühlt man sich echt wie Falschgeld, wenn man mit so vielen coolen Leuten spielt, die das voll drauf haben. Die haben erstmal noch ihre Tipps und Fähigkeiten geben müssen. Ich weiß nicht, ob sich das dann wirklich lohnt, wenn ich immer so einen Scheiß spiele, anstatt irgendwas, was ich wirklich kann. Oder ob ich so einen Scheiß spielen muss, damit ich es lerne. Damit ich es nächstes Mal besser kann. Oh, das ist die Frage. Ja, kein Mangel an Schäden. Okay, das haben wir aufgeräumt.
zuvor zerstört. Ah, schöner Cage. Oh, fuck. Jetzt haben wir wieder genudelt hier. What the fuck is wrong with you? Focus! Swanky pants! Swanky pants, swanky pants. Ja, genau. Das war eine schöne Zombie-Wall. Ich habe die Chaina gut gekriegt hier. Nice. Alter, ich kämpfe. Sag mal, bist du bescheuert, du Bengel? Ich bin erst zweimal gestorben. Ich kämpfe nicht 1 gegen 5 oder irgend so ein Fuck. Oh Gott, da kommen wir nie runter in die Minen rechtzeitig. Das können wir auch vergessen. Wait, wait. Und da gehen wir voll rein, Alter. Das war ein Scheiß-Cage. Ah, die bin gestunt vom fucking Boss. Ich hasse es, am Boss zu kämpfen. Verfluchte Fick-Scheiße. GG. Den Schaden gegen Helden. Was ist eigentlich dieses Voodoo-Ritual? Fähigkeiten empfügt Gegner, wenn Stirn stand. Leichenspinnen springen ihr Ziel an, versuchen mehr Schaden. Kröten erzeugen Leichenspinnen. Euer Ablenkung sein und werden 50% schneller. Was geht hier? Stay behind the tanks. Please go play QM again. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Wenn wir da Quick Matches machen. Komm, greif an, Viech, greif an! GG. Marco Giuga. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Erfolg. Bin mal gespannt, wie viel wir jetzt runtergestuft werden hier. Ja.
30. Oh, shit, Alter. Aber was? Wenn wir nur 101 verloren haben, wieso brauchen wir dann das 105 bis zum nächsten Rang? 135. What? Das verstehe ich nicht. Okay, meine lieben Freunde, wenn euch dieser harte Lose gefallen hat, denkt bitte dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Lernt bitte auch, dass man es so nicht macht. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.